Okay, herzlich willkommen zum heutigen Google Webmaster Central SEO Sprechstunden Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Search Advocate bei Google in Zürich und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Hangouts, wo ihr dazukommen könnt, eure Fragen rund um die Suche stellen könnt und wir versuchen da Antworten zu finden. Sind schon einige Sachen eingereicht worden auf YouTube, aber wie immer können wir vielleicht auch mit euch direkt starten, wenn einer von euch gerade was hat, womit ihr anfangen möchtet. Müsst nicht schüchtern sein. Also ich chatte direkt was. Hallo John. Hallo, Tobias. Und zwar, wir fragen uns bezüglich der Live-Video-Markups in der Google-Suche. Es gibt ja in der Dokumentation diese Videokarusselle, wo ein Live-Icon drin ist. Und wir sehen das in der Schweiz nicht und ich glaube, in Deutschland sieht man es auch nicht. Ist das ein Feature, was gar nicht in den Märkten verfügbar ist oder ist es was, was es nur in den USA gibt? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich müsste da wahrscheinlich mal nachschauen, aber soweit ich das gesehen habe, ich weiß nicht, ob das beim Live-Video oder bei Live-Blog war, ein von diesen Markups ist so, dass wir das an und für sich noch in der Probephase haben und dass einfach einige Websites quasi dafür freigeschaltet sind zum Testen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Live-Video oder mit dem Live-Blog jetzt Ich ist. meine, Vielleicht verwechsel ich das war das. ein Live-Blog, aber ja, also wir fragen uns halt, also wir haben das implementiert, also so wie das in der Doku steht, und da gibt es halt keinen Hinweis, aber wir sehen diese Live-Icons eigentlich nie. Und ich glaube, in Deutschland sieht man sie auch nie, deshalb fragen wir uns, ob das irgendwie vielleicht in der Doku ein bisschen klarer sein sollte, ob das Okay. in allen Märkten ist so. Weil, also, Okay, ja. guter Feedback. Ja, solche Sachen kannst du auch direkt in den Docs auch als Feedback einreichen. Das geht direkt an unser Tech-Writer-Team. Und in der Regel versuchen sie, solche Sachen dann abzuklären, wenn quasi da eingereicht wird, dass es unklar, ob das überhaupt sichtbar ist in anderen Ländern oder so. Dann versuchen wir da schon, so weit wie möglich, das auch klarer zu machen in der Dokumentation. Okay, super, danke. Cool. Sonst gehe ich mal die Fragen da durch, die eingereicht worden sind. Und wenn ihr Kommentare oder weitere Fragen dazu habt, einfach nur losschreien. Mal schauen. Die erste Frage. Wir überarbeiten gerade die Guidelines für inklusive Sprache für unseren Content. Die Überlegung aktuell ist zwischen Suchmaschinenoptimierer Doppelpunkt in oder mit einem Stern in. Die Doppelpunkt-Variante ist mein Favorit. Kannst du etwas Hintergrund geben, ob dies ein Thema bei euch ist und welche Option die beste wäre oder ob man das ganz sein lassen soll? Ja, ich weiß gar nicht, wie weit das bei uns in Arbeit ist im Moment. Normalerweise für solche Sachen versuchen wir, unsere Systeme so zu gestalten, dass sie einfach Synonyme erkennen und dass sie dann zum Beispiel erkennen, dass das mit dem in hinten dran das gleiche ist wie das ohne in und dass wir die dann entsprechend zusammenklappen können, wenn jemand nach der einen oder der anderen Variante sucht. Mit einem Doppelpunkt oder mit einem Stern dazwischen sollte das auf jeden Fall so quasi eigentlich standardmäßig schon klappen, weil wir würden ja dann das Wort einfach vorher erkennen können und das entsprechend weiter verarbeiten. Wie weit man da vielleicht etwas nachhelfen müsste auf unserer Seite, damit das besser klappt in die eine oder andere Richtung, ist schwierig zu sagen. Normalerweise bei solchen Veränderungen warten wir auch ein bisschen ab, wie weit sich das quasi extern weiterverbreitet und wie sich das weiterentwickelt dort. Das heißt, wenn wir dann klar sehen, dass, sagen wir mal, die Variante mit dem Doppelpunkt die Variante ist, die
jeder versucht einzusetzen. Und wenn wir auch sehen, dass Benutzer mit der Variante zurechtkommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir unsere Systeme vielleicht ein bisschen eher auch in die Richtung tunen, dass sie das besser erkennen würden oder dass sie weniger darauf achten müssen, ist das jetzt quasi ein Synonym oder nicht, sondern dass man das einfach standardmäßig schon so erfassen könnte. Meine Bitte an euch, wenn ihr zum Beispiel seht, dass diese Varianten irgendwie schlecht erkannt werden bei uns in der Suche, dann meldet das mir doch mal und dann kann ich das direkt mit dem Team hier auch anschauen und einfach mal sicherstellen, dass das zumindest auf unserer Seite nichts im Weg steht. Wenn wir es auch nicht immer hundertprozentig optimal erfassen können, dass wenigstens da nichts auf unserer Seite irgendwie das blockieren würde oder Probleme verursachen würde in die Richtung. Aber eben normalerweise versuchen wir solche Sachen eher als Synonym quasi automatisch zu erkennen. Was schadet unseren Webseiten mehr? Duplicate Content oder sehr kurzer Content? Ja, das ist eine gute Frage. Hintergrund zur Frage, wir sind ein Reiseveranstalter mit mehreren Brands und Webseiten. Für gewisse Destinationen werden aktuell die gleichen Texte auf mehreren Webseiten verwendet. Somit haben wir hunderte Fälle von Duplicate Content auf unseren Webseiten. Für diese Destination werden wir nun nach und nach neue Unique-Texte erstellen. Das dauert jedoch eine Weile. Würdest du empfehlen, als ersten Schritt vorerst die Texte von der Website zu entfernen und stattdessen nur kurze Texte zu erstellen? Somit wäre das Problem Duplicate Content gelöst. Auf vielen Seiten wären dann aber nur noch 60 Wörter an der Stelle der üblichen 400 Wörter vorhanden. Schaden extrem kurze Texte auf einer Destinationsseite mehr als Duplicate Content? Ja, gute Frage. Ich denke, wichtig ist vielleicht zu wissen, dass wir kein Penalty haben gegen Duplicate Content. Also es ist nicht so, dass unsere Systeme versuchen zu erkennen, wann Duplicate Content vorhanden ist und die Webseite dann irgendeine Art und Weise abstrafen. Also es ist nicht so, dass quasi standardmäßig wir das erkennen würden und sagen, die Webseite ist schlechter, weil sie Duplicate Content hat. Was jedoch passiert, ist, dass wenn jemand nach einem Textstück sucht, der in diesem Duplicate Content Block ist, dann versuchen wir zu erkennen, dass dieser Block auf mehreren Seiten eurer Webseite vorhanden ist und wir versuchen dann die bestpassende Seite herauszuholen und zeigen dann nur die und nicht all die anderen Kopien von dem gleichen Inhalt. Das heißt, gerade bei Reisedestinationen zum Beispiel, wenn jemand nach etwas Allgemeinem sucht, was überall erwähnt wird, vielleicht, ich weiß auch nicht, wie das Wasser in Italien ist oder irgendwas halt, dann nehmen wir halt eine Seite von eurer Website und zeigen die. Aber wir ranken die an für sich ganz normal, wie jede andere Website oder jede andere Seite in eurer Webseite. Und an für sich ist das nicht super problematisch. Das heißt, wir wissen wenigstens, was auf euren Seiten sind. Wir können erkennen, wofür sie ranken sollen. Wir sehen auch, was die quasi die eigenständigen Inhalte sind auf diesen Seiten. Wir sehen zwar, dass da ein Block mit Duplicate Content vorhanden ist, aber wir können damit eigentlich in der Regel recht gut umgehen. Das heißt, die andere Variante, da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn man zum Beispiel einfach viel weniger Inhalte auf den einzelnen Seiten hat, dann können unsere Systeme zwar erkennen, dass diese Inhalte dort vorhanden sind und wir können eure Seite für diese Inhalte entsprechend auch ranken, aber es fehlt uns unter Umständen vielleicht etwas Kontext zum Ganzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nach einem Hotel am Strand suche und ihr habt allgemeine Informationen zu diesem Strand in dieser Region und ich suche nach etwas, was dieses Hotel und diese allgemeinen Informationen vom Strand irgendwie zusammen beinhaltet, dann würden wir eure Seiten anschauen und sagen, das sind keine Informationen zu diesem Strand vorhanden, also würden wir diese Seite entsprechend weniger gut in den Suchergebnissen zeigen. Das heißt, wenn man abwägt
zwischen mehr Duplicate Content und mehr Unique Content, aber viel weniger Unique Content, würde ich eher in Richtung Duplicate Content gehen, weil dann habt ihr das auf jeden Fall abgedeckt, diese Inhalte. Das ist nicht optimal, weil wenn jemand nach diesen Inhalten sucht, dann denken wir, gut, wir zeigen eine Seite statt vielleicht weitere Seiten von eurer Website. Aber es ist auf jeden Fall besser, weil dann einfach mehr Kontext zu den Inhalten vorhanden ist auf den Seiten, die ihr da erstellt habt. Ich habe dazu eine Frage. Okay. Und zwar, wie ist das denn, wenn jetzt dieser Duplicate Content jetzt nicht um diesen Strand geht, den du jetzt gerade beschrieben hast, sondern um den Bestellablauf? Also das verbessert ja dann die Seite. Also würde dieser Duplicate Content dann die Seite an sich auch verbessern können? Also in Bezug zu der Konkurrenz, also eigentlich doch schon, ne? Also wir haben zum Beispiel ganz viele Duplicate Content, also nicht Seiten, sondern ganz viel Duplicate Content auf uniken Seiten, aber zum Bestellablauf. Und es funktioniert eigentlich bei uns gut. Ja, ja. Also was da einfach passieren würde, ist, wenn jemand nach dem Bestellablauf suchen würde, das wäre wahrscheinlich nicht der Fall bei euch. Nein, nein. Dann würden wir einfach eine von diesen Seiten zeigen und nicht alle Seiten. Aber wenn jemand nach zum Beispiel den Produkten sucht, dann stört dieser Duplicate-Content-Bereich nicht. Ja, stören, aber macht es denn die Seite besser? Weil die Seite ist ja eigentlich für den Suchenden besser, weil er direkt alles auf einer Seite sieht. Wenn wir daraus Mehrwert erkennen können, dann hilft das auf jeden Fall. Ja. Okay. Okay. Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass einfach dieser Duplicate-Content-Bereich irgendwie quasi ein rechtlicher Text ist, der irgendwo unten auf den Seiten einfach immer vorhanden sein muss. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt hilfreich ist, aber gerade weiterführende Informationen zum Produkt, wie man da damit umgehen kann, solche Sachen, das finde ich eigentlich ganz okay, das hilft sicher. Cool. Ich würde auch gerne, genau, danke schön, eine Frage stellen. Ich meine, dieses Thema ist ja altbewährt. Also wenn man Händler ist und Hersteller ihre Produktinformationen auf so vielen E-Commerce-Seiten verteilen. Es gibt aber manchmal Produkte, wo Texte eigentlich gar nicht so eine hohe Relevanz haben. Stichwort Kleidung, Stichwort Mode. Und dort macht es sicherlich nicht so viel Sinn, mit abgesehen von den Grundinformationen, Material und diverse andere Geschichten, mit irgendwelchen Unique-Texten anzukommen, weil der Suchende liest das nicht. Und ja, für Google ist es vielleicht sicherlich hilfreich, einen Kontext zu erstellen, aber ja, da wollte ich mal abklopfen. Was ist bei so Themen, die eher visuell ausgerichtet sind, als wie eher informell? Ich denke, das ist eigentlich ähnlich, weil wenn das Inhalte sind, die wirklich relevant sind für eine bestimmte Seite, dann würde ich schon schauen, dass sie unique sind. Aber wenn das allgemeine Informationen sind zu einem Produkt, quasi Hintergrundinformationen über eine Marke, wenn man jetzt bei einem Kleidungsgeschäft ist oder so etwas, dann ist es halt einfach das Gleiche auf allen Seiten. Dann ist das ja eigentlich kein Problem. Und dann hilft das eher dann in solchen Fällen, wenn jemand wirklich gezielt nach einer Kombination sucht. Wenn man nach, sag ich mal, einer Bluse sucht und etwas aus diesen Hintergrundinformationen von der Marke sucht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das entsprechend dann auch helfen würde, diese Seiten zu finden. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man solche Duplicate-Content-Bereiche hat auf der Website. Ich verstehe. Und es würde auch, weil ich meine, es ist zwar in der Praxis nicht immer möglich, aber ich sage immer so schön, die Musik spielt sich in nicht spezifischen Suchen ab. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eine spezifische Suche. Da wird halt irgendein Produkt genommen plus irgendeine Eigenschaft. Und das passiert natürlich nicht so oft, wie im Gegensatz jetzt zu sehr unspezifischen Allgemeinsuchern. Und das würde dann die Präsenz, also die Sichtbarkeit innerhalb den nicht spezifischen Suchen nicht schaden? Genau, ja.
Also wenn ich konnte ich das richtig verständlich rüberbringen. Ja. Also anders formuliert, nehmen wir Kühlschrank kaufen. Ja, oder halt die spezifische wäre halt Kühlschrank mit irgendeiner Eigenschaft kaufen. Wenn ich solche Informationen platziere, mag sein, dass bei einer spezifischen Suche, wie einen schönen gelben Kühlschrank kaufen, man gefunden wird. Aber schadet es nicht, innerhalb dieser nicht spezifischen Suche Kühlschrank kaufen, das sehr allgemein ist. Also da würde man nicht verlieren, auch wenn man diese Duplicate-Content-Inhalte hätte. Genau, das schadet auf jeden Fall nicht. Also es ist nicht so, dass wir alle Wörter zusammenzählen und dann einen Durchschnitt berechnen und dementsprechend sagen, wenn da, sag ich mal, 200 Wörter auf einer Seite sind und 100 Wörter sind über das Thema, dass ihr anpeilen wollt, sag ich mal, Kühlschrank kaufen, dass diese 100 Wörter dann weniger wert wären, wenn noch weitere Wörter auf der Seite dazu sind. Also von dem her würde ich auf jeden Fall einfach diese Duplicate-Content-Bereiche würde ich beibehalten, wenn man sie beibehalten kann, wenn sie für den Benutzer hilfreich sind. Die schaden auf jeden Fall nicht, dass quasi die allgemeineren Suchen irgendwie weniger stark berücksichtigt werden. Interessant, okay. Danke. Cool. Gerade bei Produkten und Produktbeschreibungen ist es ja oft so, dass man auch einfach, sag ich mal, aus praktischen Gründen nicht für jedes Produkt eine eigene Beschreibung machen kann. Und dann hat man halt auch diese Duplicate-Beschreibung, wie andere auch haben. Und gerade bei Shops, im E-Commerce-Bereich oder auch im Local-Bereich, ist es natürlich so, dass wir einfach andere Eigenschaften haben, die wir dann dazu nehmen würden. Das heißt, einerseits ist es ja so, dass man Duplicate-Content innerhalb der eigenen Website hat, aber in solchen Produktfällen hat man ja dann auch Duplicate-Content auf verschiedenen Websites quasi. Und da ist es auch so, dass wir dann versuchen würden, die bestpassende Seite aufgrund von den anderen Eigenschaften, die da vorhanden sind, auch zu finden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel erkennen können, dass jemand nach einem Produkt lokal sucht und wir kennen diese geteilte Beschreibung und Produktnamen ist auf, sag ich mal, 20 verschiedenen Websites, dann können wir natürlich sagen, dass der lokale Bezug da in solchen Fällen vielleicht ein bisschen stärker ist und dementsprechend nehmen wir diese Website oder eine andere Website, die in dieser Gruppe ist. Wenn man hingegen Unique-Beschreibungen und Titel und so dabei hat, dann fällt das viel weniger ins Gewicht, weil dann müssen unsere Algorithmen nicht entscheiden, welches dieser Duplicate-Content-Bereichen wir quasi zeigen müssen, sondern wir kennen, auf dieser Website ist etwas Eigenständiges, also können wir das quasi separat ranken und mehr oder weniger immer zeigen. Und da würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man da eigene Beschreibungen, eigene Titel auch entsprechend dabei hat. Ich hätte noch eine weitergehende Frage. Also man würde ja eigentlich auch in diesem Bereich da nach dem Anbieter suchen. Inwieweit spielt denn für euer Ranking eigentlich auch die Markensuche eine Rolle? Also ich sag mal, wenn jetzt bei uns nach Flaggenplatz gesucht wird und das auch häufiger, rankt ihr dann einzelne Seiten auch höher, wenn häufiger nach diesem Wort auch gesucht wird? Also an und für sich nicht. Also quasi nur, weil jemand oft nach euren Markennamen gesucht hat, heißt nicht, dass eure Seiten automatisch mehr relevant sind für andere Suchen. Also gar nicht, auch nicht thematisch gesehen. Also wenn man wirklich mit dem Thema ist, also Flaggen bei uns und dann, wenn oft halt Flaggenplatz gesucht wird, Ich vermute ziemlich nie, ja. Die einzige Situation, die ich mal gesehen habe, ist, wenn unsere Systeme das Gefühl haben, dass das quasi wie ein Synonym ist. Das heißt, wenn wir erkennen können, jedes Mal, wenn jemand nach Flagge sucht, dann ist das eigentlich ein Synonym für Flaggenplatz oder wie auch immer die Website entsprechend dann heißt. Und in solchen Fällen, ich meine, an und für sich
ist das fast ein Fehler in unserem System, dass wir das so erkennen würden. Aber wenn es wirklich so einen super starken Markenbezug gibt für einzelne Produkte, dann kann es schon sein, dass das auch Sinn macht, dass wir dann wirklich erkennen, zu dieser allgemeinen Suche ist das wie fast ein Synonym und dementsprechend können wir das ein bisschen besser zusammenpassen und sagen, wenn jemand nach dieser allgemeinen Suche sucht, dann sollten wir eigentlich gerade die Website direkt zeigen, weil eigentlich suchen sie nach dieser Website. Aber wie baut man sich denn dann in diesem Bereich dann Autorität auf? Also das ist ja wieder so eine Frage mit dieser Expertise, mit dieser Geschichte. Ihr verlinkt ja schon dann einzelne Autoren irgendwie mit irgendwelchen passenden Themen. Also das würde doch eigentlich dann mit dieser Markensuche doch genauso dann sein, oder? Also ob man jetzt einen Autor sucht oder halt die Marke, ne? Also das sind in der Regel einfach sehr kleine Veränderungen, die wir da irgendwie vielleicht erfassen würden. Gerade in Bezug auf Autor und quasi Themenbereiche, wofür der Autor relevant ist. Ich würde meinen, das ist einfach wirklich ein sehr kleiner Bereich, wo das überhaupt eine Rolle spielt. Mhm. Und allgemein auch die ganze Geschichte rund um EAT, also mit Autorität, das bezieht sich viel mehr auf wissenschaftliche oder medizinische Themen, wo wir wirklich auch sagen würden, da ist es wichtig, dass wir erkennen, wer dahinter steckt. Und bei eher allgemeinen Themen, da spielt es meistens weniger eine Rolle, wer dahinter steckt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Flaggen kaufen will, kauft man vielleicht mal eine schlechte Flagge oder so, aber es ist nicht gerade lebensbedrohlich. Hingegen bei Medizin, wenn man da wirklich Informationen von einer falschen Quelle nimmt und das so quasi wahrnimmt, dann ist es vielleicht schon ein bisschen kritischer. Aber E-Commerce ist ja auch your money, your life. Also ist ja auch wieder, ne, geht ja auch ein bisschen in diese Richtung. Also nicht so schlimm wie lebensbedrohlich, das ist klar, aber ja. Ja, also mit Your Money, Your Life ist es eher so, dass es darum geht, dass jemand wirklich das ganze Geld dann verspielen würde und das wäre ja, dann quasi okay. Also jetzt, es kann schon sein, dass jemand so viel Flaggen kauft, dass das ganze Geld weg ist, aber ich denke, das passiert nicht so häufig. Nee, das passiert nicht so häufig, ne? Okay. Ja, alles klar, okay, danke. Okay, Ralf? Wenn du noch erlaubst, würde ich eine Frage. Danke. Okay. Ach so, Ralf, entschuldige, bitte. Oh, Entschuldigung, Ahmed. Wolltest du daran anknüpfen oder? Wollte ich, ja. Eine Frage, die damit letztendlich korreliert. Aber ja, du warst zuerst. Ich bitte dich. Danke, ganz nett. Okay, super. Ich würde nur gern zu den Fragen eben zurückkommen. Vielleicht ist das auch für die anderen interessant. Ich habe zwei Fragen eingereicht. Eine davon wäre mir sehr wichtig. Das ist die Frage nach Reputation Management. Und zwar, wie man das aufsetzt, dieses Bewertungsmanagement. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt die super klassische technische SEO-Frage. Aber auch hier spielt es natürlich eine Rolle, welchen Weg man geht. Jetzt muss ich mir gerade selber nochmal die Frage durchlesen. Also, wir möchten gerne unser Reputation Management umbauen und möchten gerne mit Google Review Profilen arbeiten. Genau. Jetzt, wie kann man das am besten aufsetzen, wenn man mehrere europäische Shop-Domains hat? Also, das ist ja bei ganz vielen E-Commerce-Shops so, du bist irgendwie ein reiner Online-Lieferservice, ob das jetzt Flaggen sind, Gläser, Puppen, irgendwas. Du hast deinen Sitz irgendwo in Deutschland, Österreich, in der Schweiz irgendwo und du belieferst nur von diesem einen Headquarter aus quasi sternförmig in die ganze EU. Jetzt ist die Frage, wenn ich mein Bewertungssystem jetzt aufsetzen möchte und ich arbeite nicht mit einer klassischen COM und den verschiedenen Sprachslacks, sondern ich arbeite pro Land mit Top-Level-Domains, wie gehe ich da vor? Weil ich möchte ja, dass in jedem Land, wenn der Nutzer meinen Markenname sucht, ob das jetzt Kellersports ist oder Flaggenshop oder irgendwas anderes, dass er die jeweilige Top-Level-Domain findet,
aus diesem Land und dass er die Bewertungen dazu findet, weil ja nur die auch relevant sind. Ist die Frage, soll ich da eher mit Google My Business Profilen arbeiten, die einzeln anlegen? Ich hätte das Problem, dass ich überall die gleiche Adresse angeben müsste, wenn ich keine Lieferadresse oder keine Filiale in einem fremden Land habe. Das wäre Option A. Ich könnte sagen, nur kurz zum Unterbrechen, yeah. Ich kann dir wahrscheinlich da nicht groß weiterhelfen, weil ich weiß nicht genau, wie das verknüpft ist. Okay. Auf der Merchant Center Seite oder mit dem Google My Business Seite. Yeah. Da habe ich eigentlich nicht so viel Information. Also ich hätte jetzt nur zwei Optionen. Soll ich es kurz ausführen und dann? Ja, und ja. Dann gibt es ein Feedback, oder? Ich müsste wahrscheinlich einfach raten. Okay, ich bin gespannt. Genau, also Option A wäre Google My Business. Ich sage Flaggenshop und hänge dann jeweils das Top-Level-Domain als Name hinten dran und nutze die gleiche Adresse. Also ich sage Keller Sports oder Flaggenshop und sage AT.de.ch, EU für com und ES für Spanien und so weiter und so weiter und lege da also meine, weiß ich nicht wie viele, das sind 12 Shops oder so an in Google My Business, aber jeweils mit der gleichen Adresse, wenn das zulässig ist. Das habe ich nicht probiert, keine Ahnung. Das wäre Option A. Oder Option B wäre eben über dieses Merchant Center. Das kann ich ja auch machen. Ich vermute, das müsste über ein Merchant Center gehen. Also, okay. Weil zumindest so wie ich das verstehen würde vom Google My Business her, wäre das ja dann quasi alles in deinem Land, quasi in Deutschland oder wo auch immer die Zentrale ist, da würden wir das dann entsprechend so anzeigen. Aber das wäre ja dann für die Benutzer in anderen Ländern nicht wahnsinnig hilfreich. Und wahrscheinlich würden wir das dann dort auch gar nicht zeigen, weil es interessiert sie eigentlich nicht, wo jetzt die Zentrale ist, sondern sie möchten einfach allgemeine Informationen haben. Ja. Mit dem Merchant Center ist das wahrscheinlich eher allgemein. Was ich auch ein bisschen vielleicht anschauen würde, ist das Ganze mit Knowledge Panel allgemein. Ja. Da haben wir nicht wahnsinnig viel Information bei uns im Hilfecenter, hauptsächlich, weil wir quasi das so angehen und sagen, wir versuchen das einfach aus dem Internet herauszufinden, wie das so quasi vorhanden ist und versuchen das sauber darzustellen. Und dementsprechend sagen wir dann nicht, so müsst ihr das machen, damit wir das Gefühl haben, ihr seid wichtig quasi. Aber es gibt einige, die extern sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben und die auch ein bisschen herausgetüftelt haben, was funktioniert gut mit Knowledge Panel, was funktioniert weniger gut. Jason Bernard, ich weiß nicht, ob du von ihm was gehört hast, der ist ab und zu auf Twitter auch aktiv. Der hat sich da recht hineingearbeitet, sage ich mal, und hat da schon einige Sachen herausgefunden, wie das am besten funktioniert mit dem Knowledge Panel, dass unsere Systeme dann auch wirklich erkennen, das ist die gleiche Entität und das sind vielleicht verschiedene Ländervarianten. Ich würde mal schauen, was er so dazu geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er speziell für so internationale Shops etwas gefunden hat oder ob das einfach allgemein für quasi eine Entität als Firma ist. Ja, sehr guter Punkt. Ja, mit Knowledge Panel hast du auch schon einen kritischen Fakt angesprochen, weil das Problem ist ja oft, wenn du Google My Business ein Projekt anlegst, dass die Adresse komplett natürlich angezeigt wird. Das möchte man ja nicht unbedingt, wenn das nur ein Logistikzentrum ist, möchte man ja nicht, dass da einer aufschlägt und sagt, ich möchte jetzt eine Flagge kaufen oder Schuhe oder irgendwas. Das ist ja auch kein Service, da will man ja auch nicht, dass Retouren dahin gebracht werden, genau. Das würde man berücksichtigen. Das heißt, in meinen Augen spricht im Moment alles eigentlich eher Richtung Merchant Center, wenn ich das so richtig zusammenfassen kann. Also ich habe für beide Sachen habe ich keine detaillierten Informationen. Von denen ist das eher ein leichtes Raten in die Richtung. Ich werde es mir anschauen. Aber super, guter Hinweis. Danke. Okay, cool. Achmed, du hattest noch Fragen zu vorher? Ja, ich versuche es kurz zu machen. Und zwar Zeitempfehlungen, die Folge von so, wenn man halt auf spezifische Suchen, also wenn man seinen Content so auch erweitert, egal ob jetzt mit Duplicate oder Unique,
um halt auch spezifische Suchen abzudecken, ist die Folge gerade im E-Commerce, dass man sehr viele Subseiten hat, also Kategorien hat. Grüne Kühlschränke, blaue Kühlschränke, schwarz-weiße Kühlschränke und so weiter und so fort. Und üblicherweise schaue ich, ob innerhalb von 12 Monaten überhaupt eine Seite in der Google Search Konsole einen Klick erreicht hat. Hat er das nicht, lösche ich die Seite. Würdest du hier sagen, es macht sogar eher Sinn, diesen Zeitraum zu verkürzen auf 3 Monate, auf 6 Monate? Das wäre so ein Aspekt, den ich fragen wollte. Und wenn ich eine neue Seite erstelle, wie lange würdest du empfehlen, zu warten, bis man sie löscht für einen Klick? Weil sie muss sich ja dann zu irgendeiner Suche beweisen. So, das war's. Ja, wie lange? Ich denke, das hängt eher... liegt eher auf deiner Seite, wie lange du da warten möchtest. Es ist nicht so auf unserer Seite, dass wir da irgendwie einen bestimmten Zeitrahmen irgendwie anpeilen würden, weil es gibt ab und zu, dass wir Seiten haben, die werden nur einmal in den Suchergebnissen gezeigt, alle paar Jahre. Und das können vielleicht trotzdem wichtige Seiten sein. Von dem her, Wenn ich bei uns unser Ranking-Team fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, man soll die nie löschen, man soll das immer beibehalten, weil wer weiß, vielleicht sucht irgendjemand danach. Aber ich denke, aus praktischen Gründen und allgemein bezüglich quasi der Wartung und der Konzentration von den Informationen, die man hat auf der Webseite, da macht schon Sinn, dass man ab und zu mal durchgeht und sagt, das sind Sachen, die sind jetzt nicht mehr relevant oder die waren nie richtig relevant und die nehme ich jetzt raus und konzentriere quasi meine Website eher auf andere Bereiche. Aber welchen Zeitrahmen du da nimmst dafür, das ist an und für sich dir überlassen. Und ich denke, ein Jahr ist sicher mal eine sichere Variante, weil da deckt man die ganzen verschiedenen Jahreszeiten ein bisschen auch entsprechend ab. Aber vielleicht kann man das auch verkürzen. Ich weiß es nicht, wie kritisch das ist auf deiner Seite, ob man das quasi schneller bereinigen muss oder ob man auch ein bisschen warten kann. Liegt ein bisschen auf deiner Seite. Auf unserer Seite ist es nicht kritisch, nur möchte ich halt ungern die Domain aufblähen für den Crawler, dass er, weil es entstehen wirklich sehr viele. Also Stichwort Filterseiten. Ja. Ja. Also, aber gut, dann behalte ich den 12 Monate Prinzip weiter. Das lief ja bis dahin ganz gut. Okay, gut. Cool. Okay, ich gehe mal kurz die anderen Fragen durch, die eingereicht worden sind. Wie interpretiert der Google Crawler diese Textzeile aus dem HTML, also irgendein Span und dann Nationalflaggen und dann der Span wird geschlossen mit Querformat. Für den User wird in der Produktbox Nationalflaggen klein und Querformat in der nächsten Zeile größer dargestellt. Sind also zwei Wörter. Wird das von Google auch ohne Leerzeichen als zwei Wörter erkannt oder ist ein Leerzeichen zwischend notwendig? An und für sich würden wir das erkennen, weil auf unserer Seite, wenn wir den HTML anschauen, dann versuchen wir das entsprechend herauszulesen, was der Text ist im HTML. Und wenn man diesen HTML parst, dann sind ja automatisch da quasi wie Leerzeichen dazwischen. Und erst recht, wenn wir diese HTML-Seite dann auch rendern, das heißt, wenn wir den CSS und JavaScript noch dazu nehmen, dann würden wir ja auf jeden Fall erkennen, quasi diese Wörter sind separate Wörter und wir müssen die quasi so berücksichtigen oder vielleicht auf eine andere Art und Weise. Von dem her sollte das eigentlich problemlos gehen. Dann eine Frage zum URL Parameter Exclusion Tool in Search Console. Woran erkenne ich, dass der Googlebot meine angelegten Parameter-URLs ignoriert, wenn die URLs immer noch in Search Console im Bericht Abdeckung unter Ausgeschlossen aufgeführt werden? Hat er die URLs dann tatsächlich auch vom Crawl ausgeschlossen oder wurden sie gecrawlt und nur nicht indexiert? Ist es eher empfehlenswert, die Robots.txt für solche Fälle zu nutzen, zum Beispiel für Wishlist-URLs oder Search-Feature-URLs, um ganz sicher zu gehen? Ja, ich denke, das sind zwei Sachen dabei. Einerseits ist es so, dass diese Tools uns helfen,
das Crawling zu optimieren. Das heißt, es ist nicht so, dass wirklich hundertprozentig nichts mehr davon gecrawlt wird, einfach weil wir immer ein bisschen davon ausgehen müssen, dass unter Umständen reicht jemand etwas Falsches ein in diesem Tool und wir müssen dann ab und zu einfach sicherstellen, dass das soweit auch Sinn macht und dass wir dementsprechend auch folgen können. Das heißt, es kann durchaus noch sein, dass wir ab und zu diese URLs crawlen, vielleicht sogar auch indexieren, auch wenn ihr in diesem Tool sagt, das sind Parameter, die sind vielleicht nicht relevant oder nicht wichtig für die Suche. Das andere ist, wenn das wirklich URLs sind, die ihr absolut ausschließen wollt, dann würde ich auf jeden Fall sie wirklich auch sauber ausschließen. Das heißt, in solchen Fällen würde ich nicht per robots.txt blockieren. Wenn es um die Indexierung geht, dann würde ich einfach mit dem robots.noindex arbeiten, mit dem Meta-Tag auf den Seiten. Wenn es hingegen problematisch bezüglich des Crawling her ist, dann würde ich mit robots.txt arbeiten. Also dann entsprechend halt auch unterscheiden, ist es ein Problem vom Indexieren, dass man diese Inhalte nicht indexiert haben möchte, oder ist es ein Problem vom Crawling, dass quasi das Crawling Probleme verursachen würde. Ja, danke für die Antwort, John. Also da geht es tatsächlich um den Crawl-Prozess und Crawl-Budget einzusparen. Die URLs, das sind hauptsächlich Filter, Parameter-URLs, auch in Kombinationen, die halt entstehen könnten und zum Teil auch entstehen natürlich, wenn Nutzer danach filtern und der Crawler sowieso jeder URL eben folgen kann. Und da möchte man einfach Crawl-Budget sparen und ja, dann macht natürlich die robots.txt quasi mehr Sinn, wenn ich sehe, dass dieses Exclusion-Tool vielleicht die Kombination von den Parametern auch nicht richtig ausschließt. Das könnte sein, ich weiß nicht. Ja, also ich würde einfach davon ausgehen, dass wir ab und zu diese URLs trotzdem anschauen. Wenn wir sehen, dass es nicht Sinn macht, die zu indexieren, dann hilft uns das, quasi das automatisch zu erkennen. Aber es ist nicht so, dass sie hundertprozentig ausgeschlossen werden. Ja, nach ab und zu sieht es leider nicht aus. Also in der Konsole sind schon so ein paar hunderttausend, die dann wirklich auch gesagt werden, dass sie natürlich auf NoIndex sind und was wir damit machen wollen halt in diesem Kram. Danke. Okay, cool. Wie kann es sein, dass nach der Umstellung auf Mobile First Indexing im März eine Website mit 100.000 Seiten, von denen keine einzige für Mobilgeräte optimiert ist, in den mobilen Suchergebnissen immer noch Top-Positionen erreicht? Ja, kommen verschiedene Sachen da zusammen. Einerseits ist es so, dass mit Mobile First Indexierung ist es nicht so, dass wir auf Mobilgeräte optimierte Seiten achten, sondern es bezieht sich wirklich auf das technische Indexieren von diesen Inhalten. Und es kann durchaus sein, dass wir Seiten sauber indexieren können, die nicht quasi mobile-friendly sind, die nicht optimiert sind für mobile Seiten, wo wir einfach alle Inhalte trotzdem sehen auf diesen Seiten. Und das sieht man vor allem dann bei Websites, die quasi uraltes HTML haben, die vielleicht mit Tabellenstrukturen HTML arbeitet, wo, wenn man sie auf dem Mobilgerät öffnet, dann ist der Text mini-klein. Wenn wir sie aber crawlen, dann sehen wir trotzdem alle Inhalte auf diesen Seiten und dementsprechend können wir sie für die Indexierung und für das Ranking und für all das entsprechend auch weiterhin verwenden. Das heißt, es kann trotzdem sein, dass sie in den Suchergebnissen erscheinen. Das andere, was ein bisschen noch dazu spielt, ist, das Mobile First Indexing ist leider noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Wir sind dran, da die letzten Sites und so noch ein bisschen zu bearbeiten, zum Schauen, was wir da herausholen können, damit wir diese Seiten sauber trotzdem indexieren können. Von dem her ist es nicht so, dass wirklich alles hundertprozentig abgeschlossen ist. Aber wir hoffentlich haben wir dazu ein bisschen mehr in einem Blogpost in der Zukunft noch dazu. Und das andere letztlich ist mit dem Page Experience Update, was an und für sich auch ab Mitte Juni, sollte demnächst kommen, langsam anfängt, ist es so, dass wir Mobile Friendliness, also quasi die Optimierung für Mobilgeräte, wieder eher als Faktor dazu nehmen für die mobilen Suchergebnisse. Das heißt,
wenn man auf Desktop sucht und die Website ist nicht für Mobilgeräte optimiert, dann ändert sich da nicht wahnsinnig viel. Wenn man hingegen auf einem Mobilgerät sucht und wir erkennen können, diese Website ist nicht optimiert für Mobilgeräte oder ist besonders langsam oder besonders schlecht in irgendeiner anderen Art und Weise, die wir da für den Page Experience Update dazu nehmen, dann würde man da eine Veränderung sehen. Was man einfach noch dazu sagen muss, ist, dass dieses Page Experience Update ist natürlich ein Faktor, der dazu kommt bei den Suchergebnissen für das Ranking, aber es ist nicht quasi der ausschlaggebende Faktor, der alles andere übersteuert. Das heißt, wenn eine Website super gut in den Suchergebnissen erscheint im Moment und dann vom Page Experience Update her eher ein bisschen heruntergestuft wäre, dann kann es durchaus trotzdem sein, dass sie an erster Seite in den Suchergebnissen erscheint, einfach weil sie ist dann vielleicht ein bisschen heruntergestuft, aber insgesamt sehen wir die Website trotzdem als besonders relevant an und zeigen die dann vielleicht trotzdem. Und das Ganze mit der Relevanz kann sich auf Sachen beziehen, die vielleicht eher allgemein sind, wenn ich jetzt nach einem allgemeinen Thema suche. Aber es wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, wenn man zum Beispiel nach einem Firmennamen sucht. Weil dann können wir erkennen, dass der Benutzer wirklich gezielt nach dieser Website sucht. Und dann ist für uns eigentlich gegeben, dass die Relevanz von dieser Website extrem hoch ist, auch wenn die Website selber vielleicht nicht optimal ist für den Benutzer. Weil wir können ja dann erkennen, dass jemand zum Beispiel gezielt nach, sage ich mal jetzt mal, Flaggenplatz sucht, dann ist eigentlich nur eure Website relevant, auch wenn sie, sage ich mal jetzt, nicht wahnsinnig schnell wäre. Und ich vermute, deine Website ist eh super schnell, von dem her hast du da eh alles abgedeckt, aber nur zum Sagen, das kann dann trotzdem sein mit dem Page Experience Update, dass eine Website in den Suchergebnissen hoch platziert ist, auch wenn sie nicht optimal ist. Und einerseits ist das natürlich ein bisschen frustrierend für diejenigen, die stark an den Webseiten arbeiten. Andererseits hilft es natürlich auch ein bisschen für diejenigen, die quasi normal an einer Firma arbeiten, die nicht alles hundertprozentig korrekt machen können oder die vielleicht gar nicht wissen, was man alles machen muss. Weil dann ist es nicht so, dass wir sagen, aus technischen Gründen ist eure Website jetzt nicht mehr ersichtlich in den Suchergebnissen, sondern sie ist vielleicht schon noch ersichtlich, aber einfach nicht an der gleichen Stelle wie vorher. Kann es Seiten schaden, beziehungsweise wirkt es nachteilig aus, wenn interne Links nur temporär auf diese gesetzt werden? Beispielsweise, es gibt Produktseiten, die zum einen dauerhaft interne Links von den Kategorien oder anderen Produktseiten erhalten, aber dann auch interne Links von anderen Seitenbereichen, wie zum Beispiel der Startseite oder Kategorien, die dort nur für einige Tage zu finden sind. An und für sich ist das total okay. Das ist an und für sich so, wie wir das Internet halt vorfinden. Das wechselt ständig. Wichtig ist, ich denke, dass man zum Beispiel neue Produkte von den Startseiten oder von wichtigen Seiten innerhalb der Webseite verlinkt, hilft uns auf jeden Fall, diese möglichst schnell zu finden. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Strategie. Wichtig ist einfach, dass längerfristig, dass wir irgendeinen Link zu diesen Seiten finden. Das heißt, wenn man verschiedene Produkte hat und die sind, sag ich mal, im ersten Monat von der Startseite verlinkt und dann danach sind sie nirgendwo verlinkt in der Website, dann ist das für uns problematisch. Aber wenn irgendeine Verlinkung trotzdem vorhanden ist und einfach temporär eine besonders wichtige Verlinkung noch dazu kommt, dann ist es aus unserer Sicht an und für sich okay. Ja, Christian. Ja, eine Frage zu den Links. Wie sieht das denn aus mit Links auf No-Index-Seiten? Also spielen No-Index-Seiten überhaupt eine Rolle für die indexierten Seiten? Weil ich sehe immer wieder, also ich habe jetzt seit fast anderthalb Jahren ganz viele Seiten auf No-Index. Google besucht immer noch die Seiten. Also der Bot spielt das irgendwie noch irgendeine Rolle für den Rest der Seiten? Also gerade Links auch. Ja. Inhalt normalerweise. Wahrscheinlich nicht.
Normalerweise weniger. Das heißt, wir versuchen sie trotzdem zu crawlen, weil wir sehen ja, dass Links dahin gehen. Und das siehst du wahrscheinlich in deinen Server-Logs, dass wir da regelmäßig hingehen und die anschauen. Wenn wir No-Index haben, dann ist das für uns an und für sich ein Zeichen, dass wir die nicht indexieren sollen. Ein bisschen, sag ich mal, subjektiver ist es dann, wenn man die Links von diesen Seiten aus betrachten würde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Kategorie-Seite habe, wo ich sage, ich möchte diese Kategorie nicht indexiert haben, aber die Produkte, die dort verlinkt sind, die sollen ja trotzdem irgendwie auffindbar sein, dann ist es ein bisschen, sag ich mal, fast Interpretationssache, ob wir diese Links dann quasi verfolgen würden oder nicht. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie wir die Seite quasi in dem Moment einstufen. Das heißt, wenn wir sehen, die Seite hat immer einen No-Index, dann können wir an für sich sagen, die existiert nicht, die können wir aus unserem Index ganz entfernen. Dann sind die Links entsprechend auch weg. Wenn wir hingegen die Seite anschauen und sagen, ah, das sind weitere Links und die Seite selber ist eigentlich, zeigen wir zwar nicht, aber wir können sie trotzdem im Index behalten, dann können wir diese Links quasi noch weiter verwenden. Zwei andere Orte, wo No-Index-Seiten auch noch einen Einfluss haben könnten, wahrscheinlich jetzt weniger in deinem Fall, aber das sind Situationen, wenn zum Beispiel irgendwelche Adult-Inhalte auf diesen Seiten vorhanden sind, dann könnte es sein, dass unsere Systeme sagen, oh, vom Safe Search her müssen wir da ein bisschen aufpassen mit dieser Website oder wenn Phishing-Inhalte vorhanden sind. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel die Website hackt und irgendwelche falschen Bank-Login-Webseiten quasi erstellt auf eurer Website, dann können unsere Systeme auch sagen, ah, die Website hat da irgendwelche Phishing-Inhalte, also müssen wir da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das spielt weniger eine Rolle bei, sag ich mal, normalen Websites, wo man an für sich, also normale Websites, wo man halt allgemein Kategorien hat oder einzelne Seiten hat, die einfach auf No-Index sind. Noch eine Frage dazu. Also eine Kategorieseite konkurriert bei mir mit einem generischen Suchwort Flaggen. Das ist komischerweise die Kategorie, die am meisten Artikel auch hat. Also das heißt, da sind 2000 Artikel drin, aber die ganzen Artikel sind auf No-Index. Aber die Links sind ja immer noch da. Und Google besucht immer noch diese No-Index-Seiten, also die Produktseiten. Also kann es denn sein, dass diese Seiten dann immer noch besucht werden und immer noch halt, also kann ich irgendwo sehen, ob die Seiten dann tatsächlich raus sind? Weil ich sehe bei mir in der Search-Konsole, dass 10.000 Seiten ausgeschlossen sind. Also bedeutet dieser Ausschluss, dass Google diese Seiten immer noch besucht und dann die Links auch benutzt? Oder weil irgendwie muss ich ja mal sehen, dass die Seite tatsächlich raus ist. Also die muss doch dann irgendwann raus sein. Also aus meinen Logs sehe ich es nicht, weil ja, die Seiten immer noch. Ja, wir sind da recht geduldig und versuchen das immer wieder. Auch bei 404-Seiten. Also was in der Regel passiert, ist, in unseren Systemen haben sie dann einfach eine niedrigere Priorität bezüglich Crawling. Das heißt, wenn wir begrenzt sind bezüglich der Anzahl Seiten, die wir crawlen können auf einer Website, dann versuchen wir, solche Seiten weniger häufig zu crawlen. Wenn wir hingegen nicht begrenzt sind mit dem Crawling, dann crawlen wir die halt einfach normal ab und zu halt weiter und schauen halt nach, ob sich etwas verändert hat, ob jetzt irgendwie doch kein No-Index mehr da vorhanden ist oder ob die Seite von 404 auf 200 wieder gewechselt hat und jetzt wieder Inhalte hat. Von dem her sieht man diesen Zustand an und für sich nicht in Search Console. Man sieht einfach höchstens, dass Google hat versucht, die zu indexieren und das ging halt nicht und hier sind quasi die ganzen URLs, die wir gefunden haben, die aber nicht zu indexierbaren Seiten geführt haben. Aber das Ranking von dieser Kategorieseite könnte beeinflusst werden durch die 2000 No-Index-Produkte? Denke ich nicht. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Nein. Okay. Nein. Weil das sind ja an und für sich Situationen, die können auch natürlicherweise entstehen innerhalb einer Website. Wenn ich zum Beispiel,
sag ich mal, verschiedene Filterseiten habe und ich stelle die alle auf NoIndex, dann kann es durchaus sein, dass von einer Kategorie-Seite, sag ich mal, auf hunderte Filterseiten verlinkt werden, die sind alle auf NoIndex. Oder wenn ich verschiedene Paginierungssysteme habe und quasi Ordnungssysteme habe, dann kann es auch dazu führen, dass man einfach sehr viele URLs hat, die aber alle auf NoIndex gesetzt sind. Und das ist aber alles physisch okay. Das ist der umgekehrte Weg. Das ist ja der umgekehrte Weg. Also es geht ja nicht von, also wenn du die Baumstruktur vorstellst, geht es nicht von oben nach unten, sondern von unten links nach oben. Also es ist genau umgekehrt. Also die Links sind ja konzentriert auf diese Kategorieseite und nicht umgekehrt, weil die Kategorieseite linkt nicht in die Produkte rein. Ja. Also es ist genau umgekehrt. Also du hast 2000 Seiten, die verlinken auf die Kategorie, aber die Kategorie verlinkt nicht auf die Produkte. Okay, und die einzelnen Produkte sind alle auf NoIndex gesetzt. Die sind alle auf NoIndex, genau. Ja. Ich würde nicht damit rechnen, dass wir die alle quasi als Link so entsprechend weitergeben würden. Es kann sein, dass das in einzelnen Fällen da funktioniert, aber ich würde das nicht irgendwie als Teil einer Strategie annehmen, dass das auf jeden Fall so funktioniert. Von dem her, ich würde einfach schauen, dass zum Beispiel diese Kategorieseite sonst wie Unterstützung genug hat innerhalb der Website von den normal indexierbaren Seiten. Und wenn es zudem von diesen Produktseiten auch ein bisschen Unterstützung hat, dann schadet das nicht. Aber ich würde das nicht als Voraussetzung nehmen, dass das notwendigerweise passieren muss. Okay. Und wenn ich den Link zur Startseite ändere, also der Link zur Startseite heißt immer Startseite. Ist das egal oder wäre es besser, wenn das irgendwie thematisch noch... Normalerweise hilft das schon ein bisschen, wenn man das thematisch auch macht. Ich vermute, dass in den meisten Fällen ist es so, dass wir die Website allgemein quasi auch ranken würden, auch wenn der Link quasi nur, sag mal, Homepage oder Startseite heißt. Aber es hilft uns auf jeden Fall ein bisschen, extra Kontext da zu kriegen. Und das sind meistens Sachen, die kann man leicht verändern, dass man sagt, ich weiß nicht, dass der Link zur Startseite halt heißt, europäische Flaggen oder was auch immer, wie man das halt machen möchte. Alles klar, danke. Okay, zeitlich sind wir fast am Ende. Ich weiß nicht, hat jemand von euch vielleicht noch irgendeine Frage, die wir unbedingt noch anschauen müssten? Nichts Spezielles. Okay. Ich schaue mal kurz nach bei den Fragen, ob da noch was ist, was wir kurz machen könnten. Laut Google Testing Tool wurden keine Rich Snippets für unsere Startseite hinterlegt. Ich würde gerne die angezeigten Einträge, Seiten und der Titel, Descriptions, mittels strukturierte Daten, Rich Snippets beeinflussen. Wie kann man das machen? Ich vermute, was du da ansprichst, sind sogenannte Sitelinks. Und Sitelinks sind quasi, wenn man nach einem allgemeinen Firmennamen oder Website sucht, diese kleineren Links, die unterhalb den Suchergebnissen dargestellt werden. Und da ist es an und für sich nicht so, dass man die mit strukturierten Daten anpassen kann, sondern wir sehen das als normale Suchergebnisse an, einfach mit kürzeren Titeln. Das heißt, was man machen kann, da ist einfach wirklich auch sicherstellen, dass die Titel entsprechend gut erkennbar sind auf den Seiten, dass die Überschriften ein bisschen zu den Titeln zusammenpassen, dass die interne Verlinkung mit den Anchor-Tags auch entsprechend zusammenpasst. Und dann können wir in den meisten Fällen dann auch relativ gute Titel darstellen für diese Unterseiten. Wenn keine Unterseiten dargestellt werden, dann hängt das entweder damit zusammen, dass wir nicht genau wissen, wie wir das zusammenfassen sollen für eure Website und dass es einfach da vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht oder dass wir keine ganz klare Struktur erkennen können innerhalb der Website. Das heißt, die interne Verlinkung mit der Menüstruktur auf der Website ist für uns nicht hundertprozentig klar, dass wir gar nicht erkennen können, welche Seiten besonders relevant sind. Und das kann zum Beispiel sein, wenn man eine sehr flache Website-Struktur hat, dass man sagt, ich habe
20, 30 Seiten und alle sind miteinander verknüpft, dann ist es für uns schwierig zu erkennen, welche Seiten besonders relevant sind. Das heißt, dann macht es Sinn, dass man eher wie eine Baumstruktur hat. Aber wenn man so eine kleine Website hat, dann ja, muss man sich vielleicht auch überlegen, ob das einfach allgemein einfach eine kleine Website ist und ob man da vielleicht dann nicht alles umstrukturiert, nur wegen diesen kleinen Untertiteln. Das ging ein bisschen schnell, wahrscheinlich. Aber an und für sich gibt es da nichts Spezielles, was man machen muss von strukturierten Daten her, dass diese Titel dargestellt werden, sondern das geht alles eigentlich automatisch über die normalen Suchergebnisse. Okay, cool. Machen wir mal eine Pause hier. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen und für die Diskussion zwischendurch. Immer wieder spannend. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und vielleicht sehen wir uns in einem von den nächsten Hangouts wieder mal. Tschüss allerseits. Schön. Ciao. Ciao. Ja. Tschüss.